Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Immer häufiger Hitzetote in Berlin. Giffey fordert Kultur-Impfticket und Millionenförderung für Klimaprojekte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 22. Juli. In Berlin gibt es 165 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Donnerstag hervor. Aus den Daten ergeben sich 1207 aktuell aktive Virusfälle in der Stadt. Die Corona-Ampel der 7-Tage-Inzidenz steht weiter auf Gelb. In einer Woche haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet 22,6 Berliner mit dem Virus infiziert. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erneut für Corona-Impfungen geworben. Bei ihrem voraussichtlich letzten Auftritt bei der Fragestunde der Bundespressekonferenz mahnte sie am Donnerstag an, dass jede Impfung zähle. Potenziell könne mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen eine Überlastung des Gesundheitssystems drohen. Um dies zu verhindern, brauche Deutschland noch deutlich mehr Impfungen. SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hat vorgeschlagen, dass Berliner, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen, ein kostenloses Ticket für eine Kulturveranstaltung bekommen sollen. Die Kosten dafür solle die öffentliche Hand tragen. Laut Giffey müsse man die Leute zum Impfen kriegen und dafür unkonventionelle Wege gehen. Gleichzeitig werde durch ihren Vorschlag die Kulturbranche unterstützt. In Berlin und Brandenburg sterben immer mehr Menschen an der Folge steigender Temperaturen. Das geht aus einer RBB-Recherche hervor. Demnach sind in den Hitzephasen zwischen 2018 und 2020 in beiden Bundesländern 1389 Menschen gestorben. Allein 2018 gab es 750 hitzebedingte Todesfälle. In milderen Sommern liegt die Zahl an Hitzetoten dagegen oft nur im zweistelligen Bereich. Die Berliner Innenverwaltung will mit Blick auf die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz den Einsatz von Warnsirenen im Katastrophenfall erneut prüfen. Bis Jahresende will die Verwaltung herausfinden, ob Warnsirenen in Berlin im Notfall eingesetzt werden können. Bis in die 90er wurden Sirenen in Berlin vom Bund betrieben. Danach wurden sie als Warnmittel für den Zivilschutz abgeschafft. Berlin investiert insgesamt 42 Millionen Euro in 13 neue Klimaschutzprojekte. Laut Verkehrs- und Umweltverwaltung sollen innovative Maßnahmen für den Klimaschutz und die Mobilitätswende umgesetzt werden. Zu den Konzepten gehören ein Modellprojekt zur digitalen Parkraumbewirtschaftung, der Umbau von Straßen und Parks sowie der Einbau von Sensortechnik bei Park- und Gehwegbeleuchtungen. Bis zum Jahr 2030 werden in Berlin mehr als 40.000 zusätzliche Abstellplätze für Fahrräder benötigt. Das geht aus einer Erhebung der Senatsverkehrsverwaltung hervor. Für die Untersuchung wurden abgestellte Räder an S- und U-Bahnhöfen gezählt und mit der Zahl vorhandener Stellplätze abgeglichen. Zusätzlich einberechnet wurde der erwartete Mehrbedarf in den kommenden 9 Jahren. Die Zahl an Verfahren gegen Berliner Polizisten wegen Rechtsextremismusverdacht sind stark gestiegen. Allein im bisherigen Jahr gab es 28 rechtsextreme Verdachtsfälle. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch spricht in dem Zusammenhang von einer schwer zu akzeptierenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Und damit zu den Wetteraussichten. In der Nacht zum Freitag bedecken stets einige Wolken den Himmel. Wir können uns zudem auf nachlassende Schauer einstellen. Am Freitag erwartet uns sonniges, heiteres Wetter, dennoch lassen sich hier und da auch Wolken blicken bei Höchsttemperaturen von um die 24 Grad. Samstag können wir die Sonne dann in vollen Zügen genießen bei hochsommerlichen 28 Grad. Zudem bleibt es trocken. Sonntags schlägt das Wetter leicht um, es wird wechselhaft und regnerisch bei gleichbleibenden Temperaturen. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.